Na hey, ich bin der Jay. Willkommen zurück hier bei 20xDX und auf meinem Kanal. Die Frau Hawk ist dran. Und zwar, wir haben sie schon ausgewählt mit 42 Chips hat sie zur Verfügung. Heute gibt es die Glaskanone. Na super, die nehmen wir nicht. Wir nehmen Stärke. Auf jeden Fall, das ist schön, dass wir bei ihr direkt mit Stärke starten können. Und dann gucken wir mal, was wir noch so rauskicken können. Das ist jetzt ein bisschen nervig am Anfang jedes Mal. Muss ich sagen, das Ganze vorab ja durchklicken, auswählen zu müssen. Und jedes Mal hoffe ich, dass diese verdammte Glaskanone relativ zeitig sich hier zeigt. So dass ich noch ein paar Chips für den Tokenautomat da habe. Guck mal, heute nehmen wir mal raus. Heute nehmen wir mal das durch Wände schießen raus, dass es gar nicht erst auftauchen würde. Und ja, Glaskanone, hallo. Kommt sie noch oder kommt sie nicht? Nein. Ach, hier, guck mal hier. Alles klar, jetzt haben wir noch 8 Chips. Super. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen so viele Token wie geht. Jetzt haben wir noch 2 Chips drüber. Und dann können wir uns entscheiden. Kicken wir das bei das raus. Das ist natürlich Bullshit. Wir klicken hier nochmal. Und bekommen trotzdem nur Power Kills, Might Restore, Health. Ist bei Frau Hawk jetzt nicht so. Gilt die Knifte als Power-Angriff? Ich meine, die verbraucht auf jeden Fall Power. So viel ist klar. Denn ansonsten hätte ich es nämlich, also wenn es nicht der Fall gewesen wäre, wie bei Draco, dass der halt eigentlich gar nicht auf die Energie angewiesen ist, hätten wir es rausgekickt. Aber so lasse ich es einfach mal drinnen. Na gut. Mal mit dem einen verdammten Chip jetzt auch hier. Warte mal. Ich klicke nochmal hier. Ups. Super. Alles klar. Toll. Alles ausgegeben. Na dann auf. Also, in einen schweren Lauf natürlich mit Schwarm. Ich bin wieder sehr auf dem hängen geblieben. Oder ist es wirklich dauerhaft so, dass ich jedes Mal sage? Ich finde das selbst so nervig, aber ich kann es nicht abstellen. Ich kann es nicht abstellen, außer ich denke wirklich 5 Sekunden über jeden Satz nach, ohne sagen zu müssen. Und das kommt sehr selten vor. Deswegen. Das flutscht dann einfach mal wieder so in den Sprachgebrauch rein, wenn ich nicht drauf achte. Völlig ungewollt. Das tut mir total leid. Andere haben das viel besser drauf als ich. Logisch. Wenn es ab und zu ruckelt, das liegt daran, dass ich währenddessen hier die Mittwochsfolge rendere. Kann ich mir gut denken, wo sind wir denn? CPU-Auslastung 40%. Man sollte meinen, da gibt es noch keine Probleme. Aber anscheinend ist da irgendwie immer ein Flaschenhals, was mir total den Hals beschert, aber. Was willst du machen? Da oben gibt es nur den Automaten. Na, dann lassen wir das halt. So, ja, Mikro hört sich eigentlich ganz gut an. Habe ich jetzt so zwischendurch festgestellt. So mit frontal quasi. Da dachte ich, da würde es vielleicht noch basslastiger werden. Also ich hatte das Mikro sonst immer so blockflötenmäßig von der Seite kommend. Ochi-Style. Und bei ihm hört sich das auch richtig geil an. Aber, also Ochi zockt, ne? Aber bei mir ist da viel zu viel Bass drinne. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich am Bass. Aber ich nehme auch schon mit dem Equalizer während der Aufnahme, da war es wieder das L, nehme ich Bass raus auch, und auch im hinten, auch hinten dran mit Audacity lasse ich 5 Dezibel Bass verschwinden. Aber es hört sich trotzdem noch bassig an. Das ist so gemein. Ich will das raus haben. Aber ich krieg's nicht hin. Mit der letzten Mikro-Umpositionierung scheint es jetzt ein bisschen behoben zu sein. Das Problem ist, jetzt hängt das mir so relativ vorm Gesicht. Ich bin sehr eingeschränkt, was die Mikroposition angeht, muss ich dazu sagen. Links vorne vor mir, quasi vorne links am Monitor, ist meine Kamera. Die muss halt ja mein Gesicht sehen, komplett. Ja, da kann kein Mikro im Weg hängen, weil ansonsten Face-Rig nicht mitmacht. Ich wollte eigentlich nach links. Ja, ich selbst will eigentlich auch noch was sehen. Ne, das kommt noch dazu. Ich hätte gerne ein bisschen was vom Monitor gesehen, wenn ich hier zocke. Ist auch nicht gegeben. Wenn das Mikro hier hängt, jetzt gerade zum Beispiel Leaving Nothing But Ashes, Word Igniter. Oh, das hatten wir noch nicht. Ich nehme es, weil wir es noch nicht hatten. Was ist denn das für eine. Ach so, das geht wieder nicht auf die normale Angriffstaste. Das würde jetzt quasi erstmal die.
Knifte ersetzen, okay? Ach schön, jetzt schießen wir selber die Flammen, ist ja super. Es geht auch nach oben. Bin ja begeistert. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt nochmal. Mikroposition, sei eingeschränkt. Ja, jetzt gerade, wie ich in der letzten Aufnahme schon erwähnt habe, kommt das Mikro sehr weit von vorne. Der Mikroarm hängt mir vor der rechten Bildschirmhälfte rum. Stört bei 20XCX nicht, weil ich das im Fenstermodus spiele. Und das Fenster, so die linke Hälfte des etwas dezent großen 4K-Monitors einnimmt, ist ganz optimal soweit. Deswegen stört das nicht. Aber bei Vollbildanwendungen wie zum Beispiel Below oder Oceanhorn zocke ich jetzt auch auf Vollbild, da würde es auf jeden Fall stören. Das würde mir da zum Beispiel bei Oceanhorn total auf vor der Karte hängen. Oh, siehst du, verbraucht Energie, na toll. Ich will glatt wieder Energie hier ran eiern. Wie weit fliegen denn die Flammen? Also wirklich weit fliegen die auch nicht, ne? Toll. Das ist natürlich optimal für den Kollegen hier. Aufladen kann ich den Scheiß auch nicht. Toll. Habe ich getroffen? Das ist jetzt gerade... Ich glaube, jetzt muss ich ihn wirklich mit der Peitsche kaputt hauen hier. Weil... Alter, was zur Hölle? Ich kriege überhaupt nicht mit, dass er so irgendwas trifft. Ah, toll. Blöde Waffe. Toll. Blöde Plattform. Ich meine, ich treffe irgendwann. Aber da muss ich ja echt mal furchtbar nach ran. Und jetzt bin ich gleich tot. So ein Scheiß aber auch. Mann. Der dämliche Typ mit seinem dämlichen Kugelhagel gedöhnt. Ja. Mikro. Einfach nochmal zur Situation gesagt. Sehr eingeschränkter Winkel, wie das Ding hier irgendwie ankommen kann. Ich könnte es mir... Nee, es geht auch nicht. Irgendwo muss der Mikroarm ja herkommen. Der hängt jetzt hier so rechts von mir... So auf gleicher Höhe quasi mit dem Monitor selbst, weil da vorne würde nicht gehen. Dann hängt das Ding nämlich auf dem Tisch. Seltsam. Es ist, ja. Wer so ein Boomstick, so ein Boomarm oder wie sich die Dinger schimpfen, so ein Mikrofonarm kennt, die sind ein bisschen sperrig. Sind dann doch eher für Podcasts oder sowas gedacht, wo man wahrscheinlich nicht gleichzeitig noch auf den Bildschirm gucken muss. Großartig. Oder so, ne? Naja, das war die erste Runde. Wir sind 8 Minuten drin und haben 4 Chips zu vergeben. Ich hasse es. Ich hasse es, dass ich das nicht aus meinem Sprachgebrauch rauskriege. Ich müsste mir eigentlich so ein Hundehalsband besorgen. So ein Halsband, so, was so Elektroschocks verteilt, so, wenn man bestimmte Sachen macht. Ja, wie zum Beispiel sagen. Bzzzt, ja. Oder bzzzt. Das wäre, glaube ich, mal eine Variante. Naja, mal gucken. Wir haben nicht genug Geld, um irgendwas zu kaufen, außer ein Token. Ausgezeichnet. Dann bekommen wir hier noch irgendwas Unbrauchbares rausgeschmissen. Nein. Schön. Was sind das für Schuhe? 4 Wege Dash in Mid-Air. Finde ich nicht toll. Nehmen wir raus. Gut, dann zweite Runde. Wieder auf Deviant. Defiant. Heißt das Defiant oder Deviant? Deviant ist, glaube ich, mit V, ne? Ah, das wird ja mit F geschrieben hier. Also auf jeden Fall schwer. Das ist auch so ein Ding. Also 20XCX übersetzt Defiant mit frech. Das ist, glaube ich, nicht original. Ich hätte es auch besser empfunden, wenn da hart oder schwer oder sonst was dran gestanden hätte. Moment, das wollen wir doch mal gucken hier. Warte mal, was heißt denn Defiant? Haben die das vielleicht einfach bloß wörtlich übersetzt? Habe ich noch nie geguckt, muss ich sagen. Nein, nicht japanisch, Mann. Defiant. Ich google Translator das gerade. Ja, toll. Also Defiant heißt auf Japanisch Hanko de Kina. Hanko de Kina, das ist ein langes O. Das ist toll, ich hätte es aber gerne auf Deutsch gewusst. Trotzig. Trotzig, herausfordernd, aufsässig. Aber nicht frech. Ja, also, nicht frech. Das ist eine sehr seltsame Übersetzung. Na gut. Ich meine, ich schreibe es natürlich immer wieder bei mir auch in die Folgen und so weiter rein, dass das frecher ist, aber whatever. Machen wir weiter. Danke, Google Translator. Ich brauche hier echte Alexa. Alexa, was heißt Defiant auf Deutsch? Ich habe sie nicht verstanden. Können Sie das bitte richtig aussprechen? Sie haben 3 gelbe Bananen bestellt. So, die Mine lassen wir da unten einfach mal Mine sein, weil wir sie eh nicht brauchen. Jetzt haben wir wieder unser Pulsgewehr hier dabei.
Das ist super. Und wir nehmen, wir wissen jetzt, dass wir nie wieder den, also sowohl die, wie soll ich es eigentlich nennen, After-Explosion, den Afterburner nehme, als auch den Handburner. Haben wir einfach mal festgestellt hier. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal? Ach so, alles klar. Warte. Dann gehen wir doch lieber auf die Seite. Da geht es auch wieder nicht. Meine Fresse. Schwere Geburt, so. Ui, da ist er auch schon. Power Kills might restore health. Power Kills might restore health. Ja, wie gesagt. Hier, wir werden es testen, ob das wirklich mit dem Rival hinhaut hier. Bläh. Dazu müssten wir natürlich erstmal ein bisschen Health verlieren. Ich hasse den Käfer. Dankeschön, Käfer. Du bist sehr gnädig zu mir. Deswegen muss ich dich jetzt wegpeitschen hier. Mann, der hat aber auch viel ausgehalten. So, das heißt, wir haben jetzt jede Menge Lebensenergie verloren, um das zu testen. Und da ist der nächste dumme Käfer. Warte. Achso, wir haben keine Energie. Dann erstmal halt so. Okay, so, pass auf. Okay, das hat nichts gebracht, außer Energie verschwendet. Verschwendet keine Energie, Leute. Eins. Also wir sind bei vier. Keine Ahnung. Ich habe zu wenig Energie, um das dauerhaft zu testen hier. Jetzt haben wir wieder Viere. Ja, Flap, komm mal her, bitte. Also, sobald hier irgendwo mal Energie droppt, also von den Viechern, also ne, per Effekt, werden wir das wissen. Ach je. Na gut, erstmal zum Boss. Er ist der Erste. Ich glaube, hier guckt jetzt. Na Gott sei Dank, da ist er wieder, die hässliche Visage. Ich krieg einen Vogel. Müsste dann hier, ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, müsste er nicht hier irgendwo vor Hawk rumliegen. So, das heißt, von Weitem schießen wir mit der Energiekanone, damit wir nicht ran müssen. Und besorgen uns dann mit der Peitsche bei den Ads wieder Energie. Und dann geht das Ganze von vorne los, bis die Energie alle ist. Ich hasse den und seine verdammten Attacken. Blöde Sau. Steckt sich hinter deinem scheiß Schild. Kriegst du schön. Ach Gott, ich immer wieder. Ja, mach doch noch mehr davon. Mann, ey. Ich hasse ihn. Jetzt weichen wir aber aus, das ist mal klar, ist ausgezeichnet. Und da versteckt er sich schon wieder. Stirb! Mach die Mücke! Oder so. Toll, dich hätte ich mit Hawk, mit Draco gebraucht, na toll. Was hast denn du für mich? Stärke, ausgezeichnet. Mann, spiel Schuh und gehe. Oder so. Oder du. Do it like a tree and leave. Hä? Spielen wir Schuhe und gehen. Toll. Bester Spruch bei Prinz von Will-Air. Okay. Okay, die Kartoffel hätten wir jetzt auch nehmen können. War mehr oder weniger einerlei. Wollen wir uns gleich das nächste. Ja, wir nehmen uns gleich das nächste Eislevel vor. Okay. Ja, bei euch ist jetzt schon Karfreitag, wa? Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Ne? Dass das mal klar ist. Esst viel, sucht Eier. Wenn nicht eure, dann wenigstens andere. Oder anderer Leute Eier. Hahaha. Okay. Ach so, hier ist ein Shop unten, na schön. Ich dachte, ich stürze schon wieder wunderschön in den Tod. Wessen Helm ist das und was macht der? Charge up, boost your next attack. Könnte man machen. Weil, naja, ist eigentlich egal. Mit Draco wäre es ganz geil gewesen, weil die Charge Attack nicht übers Chargen erfolgt.
Wir nehmen aber mal den Automaten-String, denn das ist eine Investition in die Zukunft. Beziehungsweise die Mutter am String. Like a puppet on a string. Das war Gorillas, Entschuldigung. Dafür muss ich mich entschuldigen. Wahrscheinlich. Ihr hört hier irgendeiner von euch Gorillas? Ich find's so toll. Lustige Musik machen die Kollegen. Ach ja. So, nach links müssen wir nicht. Eine erneute Herausforderungskammer, super Sache. So, jetzt geh doch mal hier bitte. Achso, wir sind sowieso voll, na super. Ich hätte das jetzt gerne mal getestet mit der Energie hier. Was haben wir hier? B-Swift. Na gut, wird sein muss. Aber nur noch einmal. Auf. Hey, nicht von hinten. Ach, verdammter Raketenaffe. Lass mich in Ruhe. Schuhe. One second fly. Das können wir nehmen. Ist okay. So, hier. Sind das jetzt Energieattacken oder nicht? Verdammt nochmal. Es sollten Energieattacken sein. Dementsprechend sollten wir hier eine super Chance haben, jedes Mal wieder schön Lebensenergie zu regenerieren. Aber bis jetzt habe ich davon noch nichts gemerkt. Könnte es echt mal treffen, dankeschön. Neune, na toll, das war jetzt schon wieder Power-Ups, ne? Mann. Force Science wird einem heute sehr schwer gemacht. Wir sind immer noch bei 9. Ich erwarte jeden Moment, dass die verdammte Lebensenergie hochgeht. Wenn ich irgendwas kaputt haue. Aber naja, ist egal. Ist egal. Was ist immer ein Level 2? Level 2. Ping-U. Shatterbeak. Ping-U, der Pinguin. Heute verkauft er keine Süßigkeiten. Hier gibt es leider keine Osterhasen. Oder irgendwie so ein Hasen. Das wäre heute sehr lustig geworden. Oder ein Küken oder irgend sowas. Ein Huhn. Hier fehlt eigentlich ein Huhn. So als Boss. Gott, geht mir auf die Nüsse schon wieder. Bleib doch einfach mal irgendwo stehen und lass dich töten. Sehr schön. Okay, not sometimes restore energy. Das ist super. Dich nehmen wir. Kann ich dich diesmal auf die Y-Taste legen? Das ist super. Nicht wie bei Draco. Wir nehmen als nächstes. Wir sind noch nicht so sehr für. Ach komm doch, mach mal den Lotus. Mach mal den Lotus. Dann ist der auch weg vom Fenster. Ansonsten hätte ich jetzt die Twins genommen. Achso, jetzt haben wir natürlich unsere Energieknifte nicht mehr auf der Taste. Meine Fresse. Au. Stirb doch bitte einfach mal. Das geht natürlich gar nicht. Jetzt ist die auf LB. Weiß nicht. Mist, weißt du, bei Draco fand ich es nicht gut auf der LB-Taste. Achso, und hier? Achso, ja, genau so. Und hier mache ich es mit Absicht, um die Knifte einfach auf der Taste zu haben. Das ist sehr seltsam. Gut. Äffchen. Äffchen kommt hier unten nicht klar, weil er keine Sprunghöhe. Weil die Decke zu niedrig für seine Sprunghöhe ist. Jetzt habe ich's.
Gut, ja, was habt ihr Ostern vor? Was macht ihr Ostern? Gibt's das, wird das heutzutage überhaupt noch gemacht? Traditionelles Ostereier suchen. Also das würde mich mal interessieren. Ich meine, bei den Kleinen sowieso, aber ich bin jetzt nur nicht mehr ganz so klein und wir machen das trotzdem immer noch ganz gerne. Eigentlich schon nur noch, um die älteren Generationen zu erfreuen. Meine Oma zum Beispiel. Für die bin ich ja sowieso noch sehr jung. Ist natürlich nicht so, aber ja. Wenn es ihr Freude macht. So, da warten wir wieder auf die Plattform. Danke. Wieder schön reingesprungen. Na toll. Warte, gleich. Was haben wir denn da? While in red, HP. Your abilities are greatly increased. Das ist super. Das kommt hoffentlich nicht zu oft vor, aber wenn dann bitte erfolgreich. Ach, ja, dankeschön. Dann schmeiß mir doch erstmal ein Bündel Flaps hier entgegen. Das gibt's ja nicht. So, hier, komm. Jetzt will ich hier sehen. Ja, es klappt. Ich hab's genau gesehen. Jetzt haben wir gerade einmal HP dazu bekommen. Dafür, dass wir jemanden mit der Knifte gekillt haben. Das ist gut zu wissen. Also die Knifte ist eine Energiewaffe. Und so im Generellen auch müsste man einfach mit Hawk wirklich mehr auf die Energiesachen gehen, weil du tust nun mal mit der Peitsche Energie wiedergewinnen. Das ist ganz cool eigentlich und sogar sehr, sehr zuverlässig. Bin ich nicht so wirklich drauf eingegangen. Zum Generellen. Na toll. Ach du Gott. Da kommen sie wieder. Allesamt. Die ganze Flap-Familie. Meine Fresse. Na toll. Kann ich nach oben fliegen? Ja, toll. Ich mach's mir schon wieder viel zu schwer. So, au, das erste furchtbar sichere Lab des Tages. Was haben wir denn da? Das sieht nicht gut aus. Incredible Protection Shields, the frailest core. Achso, ja, ich glaube, ich weiß. Das gibt einen Haufen Panzerung, glaube ich. Und macht dich aber sehr, sehr schwach. Ignore the part where all your green health bars turn into gray ones. That doesn't mean anything, was? Doubles the user's durability, also Panzerung wahrscheinlich. Nee, muss nicht sein. Das muss nicht sein. Obwohl, wollen wir es mal testen? Ach komm, ich bin doch in Testlaune. Ich bin eigentlich immer in Testlaune. Ja genau, das meinen die mit Grey Bars. Also wir haben 18 Rüstung und ein Leben. Toll. Das ist doch irgendwie so ein Countdown. Ich meine, du gewinnst doch keine Panzerung dazu. Das ist ja eigentlich nur schlecht. Oder gewinnst du hier Panzerung jetzt dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann schon ein bisschen dumm. Jetzt ist die Rüstung natürlich auch egal. Weil wenn ich ein Leben verliere, dann habe ich ein Leben verloren. Und dann habe ich verloren. Was mache ich jetzt da unten? Na toll, jetzt kommen die Flaps hier einzeln hochgegurkt. Ach Gott, das will. Oh nein, das war eine ganz schlechte Idee. Okay. Kann ich gerade mal. Nee, ich habe nichts, was es mir erlaubt, die HP trotzdem einzusammeln, um das in anderes zu verwursten. Okay, das Labor war eine ganz schlechte Idee. Ich gib's zu. Naja, for science. Jetzt hofft man natürlich, dass man im Shop den Gegencurse-Dingsbums findet. Okay, den nehmen wir auch definitiv. Jetzt haben wir schon wieder 3 Leben, ist das schön. Und jetzt nehmen wir natürlich auch mal die. Eins von beiden. Krieg ich beides hin? Nee, natürlich nicht, ne? War ja klar. Okay, mehr Energie oder größeren Schaden mit Energie? Ich bin für größeren Schaden mit Energie. Ja, denn Energie selbst können wir, wie gesagt, relativ schnell wiederbekommen. Oh je, Lotus. Wir bräuchten jetzt halt irgendwas, was uns erlaubt, Rüstung zu bekommen, wenn wir Lebensenergie einsammeln.
Das wäre der optimalste Fall. Ich hätte gern den kleinen Lotus da oben kaputt gehauen. Dankeschön. Und jetzt hätte ich gerne den kleinen Lotus da unten weggehauen. Ja, toll, der taucht immer ganz so auf, dieses dumme Vieh hier. Also, immer da, wo wir gerade nicht sind. Das würde ich damit sagen. Keine Power. Was? Wie keine Power? Achso, nee, keine Power added. Falsche Taste. Alles klar. Das kann man auch anders ausdrücken. Ha, noch erwischt. Warte, ich bin gleich da. Bleib da einfach stehen. Leben, oh, sehr schön. Oh, wir arbeiten uns langsam wieder nach oben mit dem Leben. Ja, was war jetzt eigentlich der Vorteil von dem furchtbar sicheren Labor, von dem Update? Wir haben einmal nur Panzerung bekommen. Haben wir zwischendurch welche dazu gewonnen? Kann das sein? Warte mal. Irgendwas hatten wir doch mit Panzerung auch schon wieder, ne? Nee, nicht wirklich. Wir haben nichts mit Panzerung. Dafür haben wir zweimal grün hier. Ist schon mal schön. Stärke. Wie gesagt, lass mal. Wir gehen mal ein bisschen mehr auf in Richtung Zauberer. In Richtung Power-Attacken. Gut, da sind die Twins natürlich nicht mehr da. Schade. Was nehmen wir da stattdessen? Der Rollator ist eigentlich relativ einfach, wenn man den Eisangriff hat. Aber erstmal bis hinkommen. Das kommt noch dazu. Erstmal bis hinkommen. Jetzt können wir eigentlich so ziemlich die Eisattacke spammen. Mal davon abgesehen, dass irgendwann die Energie alle ist, aber das Gewinnen, das wieder aufbereiten ist halt sehr einfach. Die Schlange schnell auf. Smomp. Achso, direkt dagegen geprallt. Das muss ich nochmal so machen. Hä? Seltsam. Ich wollte eigentlich wieder so eine vertikale. Ich komme nicht ran. So eine vertikal Eisattacke machen. Aber ich glaube, der hat die automatisch irgendwo oben gegen die Wand gehauen. Ausgezeichnet. Okay. Ja, fast voll mit Energie. Sehr gut. Hä, warum haut er die denn direkt gegen die Decke? Ist doch kacke. Ist ja echt genau. Das gibt's doch nicht. Ist ja echt genau zielen hier. Warte. Das ist zu niedrig. Wo kommt die wieder jetzt her? Habe ich gar nicht gesehen. So ist gut. Wäre schön, wenn das jetzt noch mehrere Sachen getroffen hätte. Hier kommen manchmal Bienen her, die hatten nirgends ihren Ursprung, kann das sein? Wenn von hinten eine kommt, dann ist es schon ein bisschen seltsam, weil da war ich ja eigentlich schon. Also von links. Okay. Herausforderungszeit. Stop. Hammerteil. Disable Traps, alles klar. Ja. Yeah. Oh, wenn das nicht effektiv war, weiß ich auch nicht. Der Angriff war sehr effektiv. Und der auch. Gibt es ein Achievement, wenn man das mit einem Mal schafft? Wahrscheinlich. Grants Immunity to Knockbacks, nein, danke. So, sehr schön. Das macht das Leben einfacher. Der Hamster jetzt nicht so. Wir halten uns eigentlich ganz gut mit ein bisschen Armor, den wir haben. Oder kriegen wir wirklich welchen dazu? Das kommt mir so vor, als wäre ich schon mindestens mehr als fünfmal oder so getroffen worden. Ich müsste eigentlich weniger Armor haben. Hätte gerne. Ich komme da unten wahrscheinlich eh nicht ran. Meine Fresse. Was macht er denn? Fucking Hamster. So, pass auf. Ja, ich bin so ein Pro. Bin einfach mal so ein Pro, der hier überall durchläuft.
toll, da konnte ich wieder nicht ausweichen. Scheiß Mörderdrohne! Fuck! Fuck you, Mörderdrohne! Oh Gott. Mein Erzfeind. Plattformen. Da ist er wieder. Diesmal nehme ich dich nicht mit, dass das mal klar ist. Du bist kacke. Uiuiui. Ja, siehst du, das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir noch 7 Panzerung. Beziehungsweise, es sieht schon typischer aus. Besser natürlich nicht. Und erst wenn die Panzerung runter ist, geht es bei uns ans Leben. Und dann wird es einerseits beschissen, weil wir bloß noch 5 Leben haben. Andererseits natürlich aber auch besser, weil wir mehr Leben gewinnen können. Also beziehungsweise, weil wir es besser da toll regenerieren können. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre das richtig spitze. Na toll. Stirb doch einfach. Ich bin jetzt mal knauserig und hole mir von links die Energie. Ja, wir brauchen halt Updates, die Panzerung begünstigen. Das wäre ganz geil, wenn Lebensenergie-Panzerung gibt, wenn Panzerung doppelt gegeben wird oder sowas. Muttern sind natürlich auch trotzdem immer willkommen. Komm jetzt hier, was Vernünftiges. Static Click letzter, super. Ist okay, nicht meckern, nicht meckern. So. Also wir versuchen ihn erstmal, im ersten Moment ist er noch sehr übersichtlich. Da werden wir erstmal ein bisschen Energie bei ihm gewinnen. Das ist schon ein bisschen beschissener jetzt. Für mich zumindest. Und jetzt wird es ein bisschen... jetzt wird es unübersichtlich. Zweimal hat er mich jetzt erwischt. Jawohl. Double Kill. Wisst ihr? Ich sag ja, Eisattacke. Eisattacke gegen Roadster. Das Beste, was du machen kannst. Mörderdrohne. Dankeschön. Das gefällt mir. Ich glaube, der erste Repro, den ich in den letzten Folgen gefunden habe. Keine Bonustruhe leider. Oh, ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre natürlich so richtig gut. Nehmen wir doch tatsächlich. Jo, beste Chancen gegen Eternal Star. Und seine Bande, und seine Crew quasi. verdammte. Oh, was? Du kannst mich doch mal. Ah, toll, jetzt muss ich ran. Hier, die zwei nacheinander, es ist... Ist das anstrengend? Na toll. Ja, du Penner. Oh, fuck. Ah, nein. Bitte nicht einfach gegen. Kollege. Die Chips will ich wenigstens noch haben, danke. Ach Gott, ja, danke, Mörderdrohne. Wenigstens einer, der hier mitmacht. So, und jetzt sind wir bei einem Leben angekommen. Ich feuere wild mit meinen Energiewaffen durch die Gegend. Hoffe, irgendwas zu treffen, was mir Leben gibt. Oder ich lande einfach mal im Abgrund. Das wäre auch kacke. Wäre das jetzt schön gewesen, hättest du mir Lebensenergie gegeben. Oh nein, oh. Weißt du, sofort. Fuck. Scheiß Plattform. Ein Leben gewonnen und sofort wieder eins verloren. Und dann doch noch von der Plattform in das Energiefeld gedrückt worden. Na, sowas aber auch. Scheiße. Na gut. Dann soll's das gewesen sein hier für heute, für den Karfreitag mit der 20xx Hawk-Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch wunderschöne Osterfeiertage und wenn ihr habt, natürlich auch Osterferien. Oder ansonsten natürlich schöne Arbeitstage, wenn ihr nicht mehr in die Schule geht. Hahaha. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist der Sonntag, der Ostersonntag. Wird von mir voraufgenommen. Samstag dann halt bla 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 bla. Und bis dahin. Dann tschüss.